Liebe Freundinnen und Freunde meines Kanals, hier ist der Wilfried. Ich möchte euch heute ein kleines Bauteil vorstellen, ein sogenanntes bistabiles Relais. Dieses bistabile Relais kann man parallel zu Magnetartikeln schalten, zu Weichen und Signalen und den Zustand denn auf dem Gleisbildstellwerk oder sonst wo anzeigen. Dieses Relais hat zwei Wicklungen, wie gesagt, ist bistabil, das heißt, bleibt in zwei Lagen stabil, entweder ich sag mal angezogen oder nicht angezogen, auch wenn man den Strom ausschaltet. Dieses Relais hat zwei Wicklungen und somit auch vier Anschlüsse. Die kann man hier sehen, das sind die Wicklungen, die Anschlüsse, und hier sind zwei Umschaltkontakte. Hier ist der Drehpunkt, hier ist Ruheseite, Arbeitsseite. So, wie ich das eingebaut habe, zeige ich euch jetzt. So, ihr seht hier also jetzt den normalen Aufbau einer klassischen Schaltung von dem Trafo. Einmal geht ja hier gelb zu dem Magnetartikel, hier ist es ein Vorsignal, und von braun, ich habe jetzt einen grauen Draht genommen, geht es hier auf den Schalter. Ihr kennt das von Märklin, ich habe jetzt keinen Märklin-Schalter. So, ich halte jetzt mal hier eben zu. Wenn ich jetzt hier normal schalte, seht ihr, wie das Signal sich bewegt. Aber ihr wisst natürlich nicht am Schaltpult, welchen Zustand das Signal hat, wenn ihr das nicht gerade seht. So, wie ihr seht, habe ich jetzt also hier das bistabile Relais eingebaut. Und zwar bin ich hingegangen und habe diese beiden Pin miteinander verbunden. Das seht ihr hier. Hier habe ich, kann man das sehen? Ja, kann man sehen. Hier habe ich die beiden Pin verbunden. So geht die Verbindung. Auf der anderen Seite, diese beiden Pin habe ich jeweils mit einer Diode verbunden. Und die Dioden werden gleichgeschaltet. Man sieht hier, dass die Polung gleich ist. Ja, man muss probieren, welche Polung man braucht. Ich habe jetzt die genommen, wo hier eben Minus ist. Hier ist Minus. So, die müssen gleich sein und gehen dann parallel zum Schalter. So, und wenn ich hier jetzt hin und her schalte, seht ihr, wie das Signal wechselt. Die Leuchtdioden, könnt ihr sehen. Das kann ein Signal sein, das kann eine Anzeige sein. Statt dieser Schalter kann man natürlich auch Schaltgleichstücke nehmen. Das spielt gar keine Rolle. Und man braucht nicht unbedingt einen Magnetartikel anzuschalten parallel, sondern das geht auch ohne Magnetartikel. Ihr seht, das Signal schaltet sich jetzt nicht, ich habe es abgenommen. So, man kann sich also mit dieser ganz kleinen Schaltung ein wunderbares Signal bauen, wenn man möchte. Und zwar mit zwei Stromkreisen, auf der rechten, auf der linken Seite, ne? Der rechten, auf der linken Seite. Für die Speisung der Dioden habe ich hier jetzt 12 Volt Gleichstrom genommen. Das heißt, hier wird mit 16 Volt geschaltet, ist ja ein 12 Volt Relais. Dadurch, dass hier Dioden drin sind, kriegt ihr nur die Hälfte mit. Das reicht aber, um die zu schalten. Und hier habe ich mit 12 Volt, kann man zum Beispiel über ein Steckernetzteil sich anschalten. Das heißt, wenn man so bedenkt, so ein Relais kostet vielleicht 1,50 Euro, 2 Euro, ich weiß es nicht ganz genau. Die Dioden sind in 30 Cent. Hier die Dioden sind 30 Cent, die LED wisst ihr selber. Oder so ein Signal bei Konrad kostet komplett ein Ausfahrtssignal 6,19 Euro. Das heißt, ihr kriegt für ganz, ganz billig Geld, könnt ihr euch Signale bauen. Und daher wisst ihr, warum ich auch gerne Lichtsignale einbaue. Das ist überhaupt kein Problem. Wie gesagt, statt der Taster hier könnte man auch Schaltgleichstücke nehmen, weil die ja gegen Masse, gegen Braun schalten.
ist das überhaupt kein Problem. Sollten weitere Fragen dazu sein, hier nochmal das kleine Relais, das hat 12 Volt, 2 Ampere bei 30 Volt, das heißt, hier könnte man auch Fahrstrom drüber schalten. Wenn man das als Signal nimmt, nimmt man eine Seite für die Anzeige, die andere Seite eben für Fahrstrom, oder man schaltet sich eben noch ein Relais dazu. Ein normales Relais dazu. Oder man schaltet zwei parallel, das ist egal, wie man das möchte. Ja, bleibt nur noch zu sagen, dass also die Seite hier, die wir zusammengeschaltet haben am Relais, dass die auch mit Gelb parallel zu dem Magnetartikel geschaltet wird, beziehungsweise wenn man ohne den Magnetartikel schalten möchte, trotzdem an Gelb geschaltet werden muss, damit das funktioniert. Das zur Ergänzung. Ich hoffe, dass ich an alles gedacht habe und bis später. Ja, soweit zunächst diese kleine Schaltung. Wenn jemand dazu was wissen möchte oder noch eine Anmerkung hat oder auch eine Idee dazu hat, der kann sich ja gerne melden. Man kann natürlich auch diese Relais kombinieren, dass man also parallel zur Weiche so ein Relais einschaltet und damit dann das Signal, das vor der Weiche steht, steuert, ob das nun grün oder grün-gelb anzeigen soll. Ansonsten wünsche ich euch frohe Weihnachten und kommt gut ins neue Jahr. Ich wünsche euch alles Gute, der Wilfried Analog.